Hallo, ich bin Amandine und ihr kennt mich vielleicht von meinem YouTube-Kanal, auf dem wir viele leckere Rezepte backen. Ich möchte euch heute die Produktneuheiten von Laris vorstellen und genauer erklären. Viel Spaß! Sehr bekannt ist Laris für die Tortenringe mit dem innovativen und geschützten Klemmhebel. Die Tortenringe lassen sich in der Größe verstellen und können mit dem Klemmhebel festgestellt werden, sodass nichts mehr verrutscht. Die Tortenringe gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einmal stufenlos verstellbar von 18 bis 30 cm in den Höhen 7, 10, 15 und 20 cm. Der extra hohe Tortenring hat sogar zwei Klemmhebel, damit er sicher hält. Und für kleine Durchmesser stufenlos verstellbar von 10 bis 18 cm in den Höhen 7, 10 und als Neuheit jetzt auch mit 15 cm Höhe. Perfekt für kleine, aber höhere Motivtorten oder obere Etagen von Hochzeitstorten. Bisher musste ich immer zwei von den kleinen Tortenringen provisorisch übereinander stapeln, um höhere Torten zu füllen. Jetzt kann ich einfach den 15 cm hohen Tortenring verwenden. Seit letztem Sommer sind alle Tortenringe mit einer praktischen Skalierung versehen, sodass man den Durchmesser ganz einfach einstellen kann. Der Klemmhebel ist hitzebeständig bis 200 Grad, das heißt, ich kann in meinen Tortenring sogar meine Tortenböden oder Kuchen backen und ihn anschließend zum Füllen verwenden. Super platzsparend, denn ich brauche nur noch einen Tortenring statt mehrere Springformen, um verschiedene Größen zu backen. Und das Backen in den Tortenringen ohne Boden hat sogar den Vorteil, dass die Kuchen schneller und gleichmäßiger durchbacken, vor allen Dingen in Kombination mit dem zugehörigen gelochten Backblech. Zum Backen einfach die Dauerbackfolie oder etwas Backpapier auf das Backblech legen und den Tortenring draufstellen. Und damit nichts ausläuft, fülle ich einfach etwas Teig in den Tortenring, backe die dünne Schicht 5 Minuten vor, dann ist alles richtig schön dicht und ich kann den restlichen Teig einfüllen und den Kuchen fertig backen. Alternativ kann man die Tortenringe auch mit Backpapier einschlagen. Die Tortenringe werden in Deutschland hergestellt und bestehen aus Edelstahl, das heißt, sie sind rostfrei, fruchtsäurefest und spülmaschinen geeignet, sodass die Reinigung auch sehr einfach ist. Der Backrahmen ist das rechteckige Pendant zu den Tortenringen und hat nun auch eine Funktion zum Feststellen, und zwar diese geschützten Klemmungen. Wenn die Klemmungen in waagerechter Position ist, dann ist der Backrahmen gelöst und man kann ihn auf die gewünschte Größe einstellen. Und wenn man die Enden der Wellen etwas runterdrückt und sie in eine hochkante Position stellt, dann ist sie festgestellt. Und wenn dann alle vier Klemmungen festgestellt sind, dann ist die Größe stabil eingestellt und es verrutscht nichts mehr, auch nicht beim Einfüllen oder Verstreichen von Teig oder bei aufgehenden Hefeteigen oder Broten. Der Backrahmen ist stufenlos einstellbar und hat als Neuheit nun auch eine praktische Skalierung. Dafür wird einfach das Ende der Führung auf die gewünschte Größe der Skala eingestellt. Der Backrahmen lässt sich bis 32 x 46 cm ausziehen und bei den Maßen 26 x 40 cm ist auf der Skala auch 2 x 26 cm Durchmesser aufgelasert, denn ich kann für die Maße dann einfach das doppelte Rezept für einen runden Kuchen mit 26 cm Durchmesser verwenden und so ganz einfach meine Lieblingsrezepte auf den Backrahmen übertragen. Eine super praktische Hilfe. Und die Höhe vom Backrahmen beträgt 7,5 cm. Der Backrahmen kann ganz einfach in vier Teile zerlegt werden und so kann er dann auch super platzsparend verstaut werden. Er nimmt nämlich gar nicht viel Platz weg, wenn ihr den so einfach in den Schrank räumt. Und der Backrahmen besteht aus rostfreiem Edelstahl, ist fruchtsäurebeständig und spülmaschinen geeignet. Das heißt, die Teile können einfach in die Spülmaschine geräumt werden und sind dann ganz einfach wieder strahlend sauber. Der Backrahmen kann am besten in Kombination mit dem gelochten Edelstahlbackblech verwendet werden. Einfach die Dauerbackfolie oder etwas Backpapier drauflegen und dann den Backrahmen draufstellen. Und bei flüssigen Teigen kann der Backrahmen entweder in den Teig eingetaucht werden oder auch hier wieder einfach eine dünne Teigschicht hineinfüllen, dann 5 Minuten vorbacken, dann ist der Backrahmen richtig schön dicht. Und man kann den restlichen Teig drinnen backen und Blechkuchen oder Schnitten bekommen mit dem Backrahmen dann richtig schön rechtwinklige Ecken. Und natürlich ist auch der Backrahmen zu 100% in Deutschland hergestellt. Das gelochte Backblech im Wellendesign von Laris ist sehr hochwertig, vollständig aus Edelstahl gefertigt.
Trotz der Lochung verzieht es sich beim Backen nicht und es ist richtig schön gerade, sodass Tortenring und Backrahmen richtig gut drauf stehen. Dafür einfach die Dauerbackfolie aufs Backblech legen. Durch die Lochung kommt der Effekt des Backens ohne Bodens mit den Tortenringen oder dem Backrahmen erst recht zur Geltung und Kuchen backen schneller und gleichmäßiger durch. Und dank der Lochung kann die Luft im Backofen besser zirkulieren, das heißt Pizza, Flammkuchen oder Brötchen werden richtig schön kross. Das Backblech kann man von zwei Seiten benutzen und so rum eignet es sich besonders gut für Pizza oder Flammkuchen, aber auch als Abkühlgitter. Richtig gut, oder? Das Backblech hat ausziehbare Bügel und lässt sich somit von 39 bis 47,5 cm stufenlos einstellen und passt somit in sehr viele Backöfen. Die Backfläche beträgt ungefähr 32,5 x 37,5 cm. Das Backblech aus Edelstahl ist spülmaschinen geeignet, sollte sich also mal etwas festbacken, einfach in die Spülmaschine stellen und das Backblech wird wieder richtig schön sauber. Es ist natürlich rostfrei, fruchtsäurebeständig und kann sogar in die Tiefkühltruhe und auch das Backblech ist made in Germany. Neu im Sortiment von Laris ist die Dauerbackfolie mit der rutschfesten Silikonbeschichtung auf der Unterseite. So haftet die Dauerbackfolie auf der Arbeitsfläche oder dem Backblech und ich kann Hefeteige direkt auf der Dauerbackfolie ausrollen, ohne dass sie verrutscht und darauf backen. Oder auch zähe Massen wie zum Beispiel Brandteig aufspritzen, ohne dass ich die Backfolie extra festhalten muss. Die Anti-Rutsch-Dauerbackfolie ist die perfekte Ergänzung zum Edelstahlbackblech mit den ausziehbaren Bügeln und die perfekte Unterlage für zum Beispiel die Tortenringe oder auch den Backrahmen. Aber natürlich kann man auf der Dauerbackfolie auch Brötchen, Pizza oder Tiefkühlbackwaren aufbacken. Sie ist hitzebeständig bis 260 Grad und kann entweder per Hand abgewaschen werden oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Backfolie hat eine Größe von 33 x 40 cm und kann beliebig zugeschnitten werden. Was sie nicht mag, sind spitze Gegenstände wie Messer oder Pizzaschneider. Da immer aufpassen, dass man ihr nicht zu nahe kommt. Wer kennt das nicht? Beim Grillen fallen kleine Zutaten wie Paprika, Zucchini oder Garnelen gerne mal durchs Grillrost. Dank der hochwertigen Grillschalen von Laris gehört dies nun der Vergangenheit an. Die Grillschalen sind aus Edelstahl und natürlich immer wieder verwendbar. Das vermeidet Müll und schont die Umwelt. Dank der Lochung im Wellendesign werden die Zutaten auch wirklich gegrillt und nicht gekocht, denn der Saft kann abtropfen, die Hitze verteilt sich gut und beim Smoken kommt das Raucharoma überall an. Die hochwertige Ausführung mit 1,5 mm Wandstärke bewirkt, dass die Schalen verzugsarm sind. Sie sind natürlich rostfrei und für die Reinigung können Sie einfach in die Spülmaschine. Die Edelstahlgrillschalen werden zu 100% in Deutschland hergestellt und sind in diesen zwei Größen erhältlich. In die große Schale passt zum Beispiel ca. 1 Kilo Gemüse und die Grillschalen sind in diesen schicken Verpackungen verpackt und somit doch auch wirklich eine tolle Geschenkidee. Der neue Einfülltrichter ist perfekt geeignet zum kleckerfreien Befüllen von Gläsern mit kleinen Öffnungen, wie zum Beispiel den Weggläsern mit den 60 mm Öffnungen. Denn der Einfülltrichter passt hier perfekt auf den Glasrand, deckt den perfekt ab, sodass dieser richtig schön sauber bleibt. Aber zum Beispiel passt er auch auf ein Marmeladenglas oder auf Dessertgläser, wenn ihr zum Beispiel Puddings, Mousse au Chocolat oder andere Cremes einfüllen möchtet. So bleibt das Glas oben richtig schön sauber. Der Einfülltrichter besteht einmal aus dem Kunststoffteil und einem zugehörigen Sieb. Beides ist in Deutschland hergestellt und das Sieb kann man herausnehmen oder einfach reinlegen, um zum Beispiel Gewürzzutaten in Punsch oder Schwebstoffe, in Säften oder in Marmeladen herauszufiltern. Man kann ihn aber wie gesagt auch herausnehmen, um zum Beispiel stückige Massen einzufüllen. Der Einfülltrichter ist also eine praktische Hilfe beim Einkochen oder bei der Herstellung von Desserts, aber natürlich können damit auch andere Zutaten eingefüllt werden, wie zum Beispiel Gewürze, Tee oder Puderzucker. Beide Teile können einfach in die Spülmaschine und sind so ganz schnell wieder sauber. Hier habe ich jetzt den Edelstahlhalter für die Getränkeboxen des 5 Liter Back-in-Box-Systems, in denen zum Beispiel Apfelsaft drin ist oder auch Wein. Der ist wirklich formschön aus Edelstahl, macht in jeder Küche eine gute Figur und ich kann jetzt einfach mein Glas unter den Hahn stellen und mir meinen Apfelsaft abfüllen.
Der Halter wird in Deutschland aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und hält die Box richtig gut an Ort und Stelle, denn er hat an den Seiten und vorne Kanten, sodass die Box nicht verrutscht. Und wenn nur noch ein bisschen Saft in der Box ist, dann kann ich einfach mit dem Halter die Box in die richtige Neigung bringen und dann auch den letzten Tropfen abfüllen. Das waren die Neuheiten von Laris 2021 und ich hoffe, im nächsten Jahr können wir sie uns wieder live anschauen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und Gesundheit.